Räuspern, räuspern. Facisti picciatari d'innaterno, so tu fatti da me come vento popolare, so danno d'ingommento, so tu caso sci come vuoi, so tu caso in sali c'è ne scinni, so tu caso danni di Sigiana, so tu caso danni di Sigiana. Shadow be cambiare ma bisogna, shadow be sirici ma dari, shadow be cercare di me manca, shadow be parlare di ma dari. Shatani di la vemba gamaduma, shato tutto per cantare voglio siri, shatani di la vemba gamaduma, shato da shatani di Sigiana, shato da shatani di Sigiana, shato da shatani di Sigiana, shato da shatani di Sigiana. Dangio sono, c'è sozzini con i guai, mamma mia, c'è tu piccini di tenere poesia, c'è tu ardente di ciotto casmaria, c'è tu amore lampi, c'è tu sonia, c'è tu di l'uomo nuca, tu si sangolia, c'è tu che tutti tu colia, c'è tu di cucciaccia, sangue, sangue per la via. De santi che c'ha tutto cotia, c'ha tutto morirò di un cavo, c'ha tutto che c'ha di sentire in dimia, 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 c'ha tutto che c'ha di Bye.
euch. Wunderbarer Auftakt für eine weitere Preisverleihung des Anne-Klein-Frauenpreises. Seien Sie herzlich willkommen hier bei uns, verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde Anne Kleins, und ganz besonders herzliches Willkommen Nomarusha Bonase, unsere diesjährige Preisträgerin. Ich möchte Sie zu dieser sechsten Preisverleihung ganz herzlich willkommen heißen, auch im Namen meiner Kollegin Livia Kotta. Herzlich willkommen hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind, und ich möchte Ihnen jetzt hier nichts anderes als unsere beiden tollen Musikerinnen vorstellen. Wir werden den ganzen Abend musikalisch begleitet durch das Duo Scolo con Cello mit der Sängerin Etta Scolo und der Cellistin Susanne Paul. Sie singen sizilianische Lieder, und ich denke, dass diese Lieder wunderbar passen und auch uns mit Anne Klein verbinden und ganz bestimmt auch mit Nomarusha, auch, und das ist die Brücke zwischen Europa und Afrika. Herzlich willkommen. Diejenigen, die schon öfter bei einer Preisverleihung waren zum Anne-Klein-Frauenpreis, wissen, dass wir jetzt beginnen mit einem Film über Anne Klein, auch mit ihr. Und danach wird unser Duo nochmal spielen, und dann beginnen wir mit Laudatio und Begründung der Jury. Nochmal schön, dass Sie da sind. Film ab. Haben eine andere Vorstellung von Politik und eine andere Qualität von menschlichen Beziehungen, die sich auch in der Form der politischen Auseinandersetzung durchsetzen und zeigen wird. Anne Klein legte den Grundstein für einen neuen Stil in der Politik. Sie war Feministin, Anwältin und Notarin und die erste Senatorin in Berlin, die offen lesbisch lebte. Anne war Feministin, und das hat man immer gemerkt bei allem, was sie getan hat, bei allem, über das sie nachgedacht hat, bei allen Positionen, die sie vertreten hat. Anne Klein war durch und durch Feministin und war durch und durch Juristin. Und sie kämpfte mit den juristischen Mitteln um die gleichen Rechte für Frauen und gegen Diskriminierung, und sie bekämpfte insbesondere sehr leidenschaftlich, wenn Recht eingesetzt wurde, um Menschen zu diskriminieren. 1989 wurde Anne Klein unter Walter Momper im Berliner Senat, der wegen seiner Frauenmehrheit auch als Feminat bekannt wurde, Senatorin für Jugend, Frauen und Familie. Sie schwor ihren Eid mit den Worten: So wahr mir Göttin helfe. Sie hat sich als Feministin für Frauen- und Mädchenprojekte eingesetzt, hat dafür gesorgt, dass die gefördert werden, dass die eine politische Lobby bekommen. Und sie hat als Senatorin das Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ins Leben gerufen. Und sie hat sehr früh erkannt, dass es eigentlich darum geht, Institutionen zu schaffen, die plötzlich Kraft und Energie multiplizieren. Das hat sie dann richtig aufgenommen, immer zu gucken, wo ist eigentlich der zentrale strukturelle Hebel, der ganz viel verändert. Anne Klein engagierte sich in der Berliner Frauenbewegung, war Mitbegründerin des ersten Frauenhauses in Berlin und stärkte die Rolle der Frauen in der Politik nachhaltig. Ja, Anne war rational und leidenschaftlich zugleich. Sie war nicht verbissen, aber sie kämpfte mit großer Leidenschaft und glaubte an das rationale Argument. Sie hatte sehr, sehr viel Charme. Sie war sehr offen gegenüber anderen Menschen. Und ich glaube, das hat bewirkt, dass sie tatsächlich überzeugend war und viele Freunde und Freundinnen hatte. Anne Klein war eine Person, die immer furios bei der Sache war. Also so viel und breit gelebt hat, von Journalismus bis Reiseleiterin. Und sie war immer eine Anwältin, die sich in ganz besonderer Weise für die Mandantinnen und Mandanten eingesetzt hat, deren Vertretung sie übernommen hatte. Wirklich mehr als andere, sehr kämpferisch, sehr engagiert.
Anne Klein konnte anderen Kraft geben, sie konnte anderen Mut geben, ermutigen, sich für Frauenrechte gegen Diskriminierung einzusetzen. Also das war das Wunderbare an ihr. Ich glaube, was sie am meisten beeindruckt hat, war doch immer, dass Personen auch den Mut haben, den Finger gegen den Mainstream in eine Wunde zu legen. Auch den Mut zu haben, Dinge, die am Anfang noch obskur erscheinen, einfach auch anzusprechen. Deshalb freue ich mich, dass es einen Anne-Klein-Preis gibt, der eines schaffen kann, nämlich Beharrlichkeit und Mut in solchen Bedingungen auch auszuzeichnen. Damit Frauen weiterhin öffentlich für ihr Engagement wahrgenommen und gefördert werden, hat Anne-Klein den Anne-Klein-Frauenpreis gestiftet. Ach, der Preis, das war eigentlich eine ganz unfassbare Geschichte. Also man hat ja nicht Erfahrung mit sowas. Und als es dann losging, war ich erstmal nur gerührt. Und dann war das so, dass ich wahnsinnig überrollt war von dem öffentlichen Interesse, aber auch von dem Interesse der Leute, die ich kenne. Tatsächlich haben die Themen, für die ich stehe, durch den Preis auch nochmal Aufschub bekommen. Ich habe bis heute noch Anfragen zu Themen, zu denen ich arbeite. Es gab relativ viel Zeitungsartikel und Interviews und so. Das heißt, auch für Banjing, also wo ich eben auch arbeite, war das auch sehr gut. Und auch das zu sehen, dass auch die Idee funktioniert, also das hat sie sich ja überlegt. Ich meine, sie war ja sehr krank am Ende und hat in dieser Krankheitszeit eine Idee entwickelt, die ich genial finde und die einfach auch funktioniert, also in meinem Fall auf jeden Fall funktioniert hat. Anne Klein stiftete der Heinrich-Böll-Stiftung den Anne-Klein-Frauenpreis, damit auch in Zukunft das Engagement von Frauen für Menschenrechte, Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung gefördert wird. Ich freue mich sehr, dass ich diese Einladung bekommen habe, zusammen mit Susanne Paul. Und ich freue mich sehr, einige Stücke für Sie zu spielen, die überhaupt nicht bekannt sind, keiner kennt. Zum Beispiel dieses folgendes Lied ist ein Conto. In Sizilien ein Conto ist eine Erzählung. Es gibt Menschen, die in Form von Musik, die erzählen über ihres Lebens zum Beispiel. Und das ist der Conto. Eine Frau namens Rosa Balistreri, die war Analphabetin, die bekam ihre erste Paar Schuhe im Alter von 15 und die lernte ihren Namen schreiben im Alter von 20 und sie sang alte Lieder. Eines Tages war sie schon über 50, wurde sie entdeckt. Und nach dieser Entdeckung ging sie auf Tournee mit großen Künstlern, unter anderem mit Dario Fo. Irgendwann, mal bevor sie starb, sie schrieb dieses Lied, Cante Conto, wo sie sagte, alles, was sie schlimm erlebt hat, von Krankheiten, von Misshandlungen, von Krieg, von Hunger, von schweres Lebens überhaupt. Aber der Refrain sagt immer, egal was ich erlebt habe, ich habe immer meine Fäuste aufgemacht, ich habe meine Finger gezählt. Ich bin, wer ich bin und ich renne, ich schmeiß mich ins Leben, ich renne ins Leben. Und einfach nur Cante Conto singen und erzählen, um nichts zu vergessen. Stasera vai a corro con lo vento per apri le porte della storia. Stasera voglio dar un momento la vita, lo passato e la memoria. Stasera con la vampa dell'amore rap una porta morta allo dolore. C'è che ho dolore, c'è che ho tormento, che gioia, amore, per l'umanità. Non è lo pianto
d'aggancia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Rapo le pugna, conto le dita, resto co sogno, scorro la vita. Canto e conto. Uno me cammino, manco la mano unica d'un parrino, e vai ancora come va lo vento, cercare pace solo un buon momento. Voglio scantare, spaccare i cieli, per fare chiovi, chiovi ramuri. C'è co comanda, c'è co d'inganna, e con silenzio muto se ne sta, e lo potiri che affaccia gli potenti, e lo silenzio che ammazza gli innocenti. Rapo le pugna, conto l'ita, resto co sogno, scorro la vita. Di guerra che scivo in mezzo delle malannate, lacrime e mutini che anciva e quanti, la mia innocenza si la sparteron tanti. Prima la gente, i primi utenti, tanti su tanti, nesta società non è l'amore che cresce ad ogni banna, ma lo colore che aspetta come manna. Rapo le pugna, conto l'ita, resto co sogno, scorro la vita. Canto e conto, conto e canto per non perdere, no, lo conto. Kolo und Susanne Paul. Herzlichen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde Anne Kleins, liebe Nomarusha, liebe Nolo Tando, das ist die Tochter von Nomarusso. Sie ist 13 und eine der vier Kinder von Nomarusso. Du bist auch hier. Herzlich willkommen mit deiner Mutter. Schön, dass ihr da seid. Liebe Ulrike Puppe, liebe Barbara, liebe Gäste. Ja, wir feiern ein sechstes Mal den Anne-Klein-Frauenpreis. Und was ich hier ganz besonders tun möchte, nicht nur Sie hier begrüßen, sondern ich habe noch eine Überraschung im Köcher. Ein ganz spezielles Willkommen geht nach Südafrika, wo die virtuelle Technik macht es möglich,
Numaruschas Mitstreiterinnen, die Kulumani-Frauen in Tokosa bei Johannesburg versammelt sind, um miterleben zu können, wie wir heute Abend Numarusha ihre Arbeit mit ihren Frauen hier zelebrieren und feiern und wir auch einen wunderbaren Gruß schicken sollten nach Südafrika an die Frauen. Ja, Anne Klein hat genau das gewollt, dass wir feiern. Wir legen den Tag der Verleihung immer rund um ihren Geburtstag. Anne wäre gestern 67 geworden. Wir wollen natürlich die Preisträgerin würdigen, aber wir wollen auch Anne nah sein und mit ihr feiern, wo immer sie ist. Wir wissen jedes Jahr, sie ist bei uns. Mit dem Preis wollte Anne Klein über ihren Tod hinaus Frauen Mut machen, für ihre Rechte zu streiten und gegen Diskriminierung und Gewalt zu kämpfen. Wir haben es gesehen im Film, aber wir wissen es auch und die sie kennen, erst recht. Anne Klein war eine Pionierin für Menschenrechte, Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung. Und sie hat ebenfalls mit Numarusha immer versucht, von der Basisarbeit eine Verknüpfung zu finden zu institutionalisierter Frauenpolitik. Sie hat versucht, diese verschiedenen Ebenen miteinander zu verknüpfen. Wir haben es im Film gesehen und ich denke, das ist es, was sie immer wieder auch mit den Preisträgerinnen verbindet, auf unterschiedlichen Ebenen für Rechte zu streiten. Wir sind Anne Klein sehr, sehr dankbar für diese großzügige Schenkung, weil sie uns immer wieder sehr und wunderbare Preisträgerinnen beschert hat. Und wie Sie vielleicht wissen, unser Ziel als Heinrich-Böll-Stiftung ist es, mit allen Preisträgerinnen über den Preis hinaus und über die Zeremonie heute Abend politisch und menschlich zu kooperieren. Und das gelingt uns auch sehr gut. Davon habe ich unter anderem letztes Jahr hier an dieser Stelle ganz, ganz ausführlich berichtet. 2016 haben wir Gisela Burkhardt und ihren Mitstreiterinnen von Femnet für ihr Engagement für Frauen- und Arbeitnehmerinnenrechte in der globalen Textilindustrie, vor allem in Süd- und Südostasien, mit dem Anne-Klein-Preis ausgezeichnet. Liebe Gisela, ich finde es wunderbar, dass du hier bist heute Abend, mit uns feierst. Und ich habe gemerkt, wie berührt ich vorhin war, euch beide zu sehen, weil ich eben auch weiß, was es bedeutet, einen solchen Abend erleben zu dürfen. Und ich weiß auch, wie du es geschätzt hast, hier letztes Jahr an der Stelle hier zu stehen und geehrt und gefeiert zu werden für deine Arbeit. Ich möchte dir auch... Immer gut. Ich möchte dir auch ganz, ganz besonders für deine politischen Erfolge des letzten Jahres danken, auch für das, was erst eigentlich permanent und erst in den letzten Wochen passiert ist. Es ist die Arbeit von Femnet, von Gisela, ihren Mitstreiterinnen, ob in Bangladesch oder Indien, denen es eben gelingt, langsam und hartnäckig Fortschritte zu erreichen. Und ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, in Bangladesch sind gerade erst viele Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen im Gefängnis verschwunden. Und es ist unsere Arbeit, der Arbeit der Frauen vor Ort und der Arbeit von Frauen wie Gisela, dafür zu sorgen, dass diese Frauen aus der Haft kommen. Dafür herzlichen Dank, Gisela. Und ich freue mich, dass wir die Partnerorganisation von Femnet, CIVIDEP, das ist eine indische Organisation in Bangalore in Südindien, dass wir CIVIDEP nun als Heinrich-Böll-Stiftung auch selber unterstützen und fördern. Und vor exakt 4 Wochen habe ich diese Organisation CIVIDEP in Bangalore besucht und konnte mir wirklich nochmal selbst einen Eindruck verschaffen davon, wie diese Frauen hochprofessionell und als NGO-Frauen kann man sagen, aber im Bündnis mit Textilarbeiterinnen und Gewerkschafterinnen eben genau das machen, nämlich für bessere Arbeitsrechte und Lebensbedingungen zu kämpfen. Ganz im Sinne Anne Kleins, der Preis wirkt ganz konkret.
Er schafft öffentliche und politische Anerkennung. Er ermutigt und bietet Schutz für mutige Frauenrechtsaktivistinnen. Liebe Nomarusha, du bist eine solche mutige Menschenrechts- und Frauenaktivistin. Der Anne-Klein-Preis heute ist ein Zeichen unserer Solidarität und Wertschätzung deiner jahrelangen Arbeit, das Unrecht des Apartheid-Regimes nicht zu vergessen und für Wiedergutmachung zu kämpfen. Du selbst sagst von dir, egal wo ich hinkomme, ich werde immer zur Anführerin gemacht. Ja, das bist du auch und du bist es ganz besonders für Frauen. Danke dafür. Ich erinnere mich noch deutlich an die Mitschnitte aus der Südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission, die 1996 um die ganze Welt gingen. Zusammen mit einer vorbildhaften Verfassung und den ersten demokratischen Wahlen im Jahr 1994 war es diese friedliche Aufarbeitung, die den internationalen Ruhm der jungen Demokratie Südafrika besiegelten. Doch wer heute, mehr als 20 Jahre später, nach Südafrika reist, sieht, dass die Wunden, die die Apartheid geschlagen hat, noch lange nicht verheilt sind. Die soziale Schere und die räumliche Segregation zwischen den Städten und den riesigen Townships mit wenig Infrastruktur und in unwirtlichen Gegenden außerhalb der Städte existiert weiter. Deren Bewohnerinnen und Bewohner geben nicht nur einen Großteil ihrer ohnehin mageren Gehälter für Transport aus, sondern sie müssen auch Tag für Tag einen Kampf für uns ganz selbstverständliche Dienstleistungen streiten, nämlich für Strom, für Wasser und würdige Sanitätsanlagen. Ungleicher Zugang zu Bildung und Gesundheit sind ein Riesenproblem in Südafrika, auch mehr als 20 Jahre nach dem Ende der Apartheid. Hinzu kommen die seelischen Narben dieser immer noch zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Das ist der Hintergrund, nur knapp hier skizziert, vor dem Nomarusha Bonase ihr Leben dem Kampf würdige Lebensbedingungen von Opfern und Überlebenden des Apartheidsregimes in Südafrika widmet. Einigen Südafrikanern und Südafrikanerinnen, vor allem denjenigen, die von dem rassistischen System bewusst oder unbewusst profitierten, wäre es lieber, einen Schlussstrich zu ziehen. Warum konzentrieren wir uns nicht auf die aktuellen Probleme und blicken nach vorn, fragen Sie. Dabei vergessen Sie oder verdrängen bewusst, dass der Umgang mit der Vergangenheit den Boden für die Gestaltung der Zukunft bereitet. Solange diejenigen, die historisch benachteiligt waren, arm bleiben, ist die Vision einer vereinten, versöhnten Nation nicht realisierbar. Davon bist du, Nomarusha, zutiefst überzeugt. Korruption auf allen Ebenen des Staates und die systematische Aushöhlung demokratischer Institutionen verhindern heute, dass sich die Lebensgrundlagen der Mehrheitsbevölkerung spürbar verbessern. Die Wut und Enttäuschung darüber treibt Tausende von Südafrikanerinnen und Südafrikanern auf die Straße. Sie fordern unter anderem das Ende des sozialen und ökonomischen Ausschlusses der schwarzen Bevölkerung und eine umfassende kulturelle Dekolonisierung. Nomarusha wundert sich nicht über diese Forderungen. Sie sagt, wenn wir nicht wissen, wie das Fundament gebaut wurde, werden wir nicht verstehen, warum heute die Wände bröckeln. In ihrem Engagement nimmt Nomarusha immer wieder Bezug auf das Unfinished Business der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Erzbischof Desmond Tutu, ehemaliger Vorsitzender genau dieser Kommission, prägte diesen Begriff vom Unfinished Business, als er im Jahr 2014 öffentlich die politischen Versäumnisse wie folgt kritisierte. Weder wurden die von der Kommission vorgeschlagenen Reparationen an Opfer von Menschenrechtsverletzungen gezahlt, noch eine Vorlage zur Besteuerung der Hochverdienenden umgesetzt. Die Ahndung der meisten politischen Verbrechen, die nicht unter die Amnestie fielen, blieb aus.
Genau hier setzt die Arbeit der Kulumani Support Group an, die Nomarushas politisches Zuhause ist. Die Organisation ruft dazu auf, den vollen Namen der Kommission Wahrheits- und Versöhnungskommission ernst zu nehmen, denn dieser beinhaltet eben nicht nur das Wort Wahrheit, sondern auch Versöhnung. Diese wurde bis heute, das ist es, was die Arbeit von Nomarusha prägt, eben nicht vollzogen. 104.000 Opfer von Menschenrechtsverletzungen, die unter der Apartheid passiert sind, organisieren sich unter dem Dach der Kulumani. Sie sagen, Versöhnung ohne Gerechtigkeit ist gar nicht möglich. Und sie fordern deshalb auch eine umfassende Wiedergutmachung für betroffene Familien und Gemeinschaften. Als nationale Koordinatorin bei Kulumani streitet Nomarusha dabei insbesondere für eine feministische Perspektive. Sie hinterfragt immer wieder die Geschlechterblindheit des Wahrheits- und Versöhnungsprozesses. Frauen wurden nämlich von der Kommission vor allem als Hinterbliebene von Männern angehört, als Mütter und Ehefrauen. Spezifisch von Frauen erfahrenes Unrecht, wie zum Beispiel sexuelle Gewalt, die bewusst als politische Waffe eingesetzt wurde, war nicht Teil der Aufarbeitung. Dabei sind sich Feministinnen einig, dass die gewalttätige Vergangenheit eine Ursache unter anderem dafür ist, warum Südafrika heutzutage schockierend hohe Gewalttaten, vor allem sexuelle Gewalt gegen Frauen, aufweist. In die Presse kam Kulumani aber vor allem durch gerichtliche Klagen gegen internationale Unternehmen, die zur Infrastruktur der Apartheid beigetragen haben. Dazu gehören auch deutsche Firmen wie Rheinmetall oder Daimler-Benz, aber auch General Motors und andere. Über diese Hintergründe, wie diese gerichtlichen Klagen vollzogen wurden, wie Recht gesprochen wurde, da verweise ich Sie jetzt mal ausnahmsweise auf die Website. Da haben wir nämlich einiges für Sie zusammengestellt. Die Hauptarbeit von Kulumani findet an der Basis in den Townships des Landes statt, etwa durch Beratung, praktische Unterstützung und Mobilisierung von Mitstreiterinnen, die sich gegen das Vergessen wehren, aber eben nicht als Bittstellende auftreten wollen, sondern sich als aktive Bürgerinnen in einer Demokratie, wie Südafrika es ist, verstehen. Dabei macht Kulumani nicht nur Halt bei den Opfern der Apartheid, Kulumani mischt sich in die Gegenwart ein. Als im Jahr 2012 die südafrikanische Polizei 34 streikende Bergbauarbeiter in einer Platinmine nahe Marikana erschoss, die von dem Unternehmen Lonmin betrieben wird, solidarisierten sich die Kulumani-Gruppe und Nomarusha persönlich mit den Arbeitern und ihren Familien. Es war Nomarusha, die sich dafür einsetzte, dass die Aussagen der Witwen von der Marikana-Untersuchungskommission aufgenommen wurden. Auch reiste sie zusammen mit diesen Frauen nach Deutschland und sprach im April 2016 auf der jährlichen Aktionärsversammlung von BASF, einer der wichtigsten Abnehmer des Platins von Lonmin. Ja, es ist wahr, zu viele Themen werden zu lange unter den Teppich gekehrt. Und es ist Nomarusha, die das nicht aushält und nicht hinnehmen will. Sie hat sich von jeher dagegen gewehrt. Trotzdem oder gerade deswegen erfährt sie und ihre Mitstreiterinnen viel zu selten die Würdigung, die ihr gebührt. Diese wollen wir ihr heute als Jury des Anne-Klein-Preises mit der Verleihung des Preises zuteilwerden lassen. Liebe Nomarusha, die Jury des Anne-Klein-Frauenpreises ist von dir, deinem Engagement und deinem Wirken tief beeindruckt. Unsere Bewunderung ist dir sicher für den sehr konkreten Schutz von Frauen, für die Anerkennung von geschlechtsspezifischer Gewalt als Teil der Apartheid, gegen Straflosigkeit, für Wiedergutmachung und vor allem für Versöhnung durch die Benennung von Unrecht. Du sagst, ich werde diese Arbeit bis zu meinem Tod weitermachen.
Wir werden Südafrika zu einem besseren Land machen. Wir wünschen dir von Herzen, dass du weiterhin so heiter und gesund und mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern deinen Weg gehen kannst. Du hast uns noch mehr denn je an unserer Seite und möge dich der Anne-Klein-Preis und unsere Solidarität in deiner Arbeit weiter beflügeln und ermutigen. Ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich bei Ihnen. Ich freue mich jetzt auf die Laudatio von Ulrike Poppe, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Ihr habt einiges gemeinsam und ich bin gespannt, dir zuzuhören. Und danke nochmal, Ulrike, dass du dich ganz schnell und ohne langes Zögern bereit erklärt hast für diese Laudatio. Liebe Numerusha von Nase, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Gäste, es ist mir eine große Ehre, an der Würdigung einer so mutigen und verdienstvollen Frau wie Numerusha mit einer Laudatio teilhaben zu dürfen. Numerusha setzt sich mit ihrem unermüdlichen Kampf für Gerechtigkeit und Wahrheit, für die Überwindung aller nach dem Ende des Apartheid-Regimes fortwirkenden Benachteiligungen ein. Schaut nach Südafrika, konnte man in Deutschland Mitte der 90er Jahre in allen Foren hören, in denen es um den Umgang mit der DDR-Vergangenheit ging. Die Apartheid-Opfer können vergeben, das Land beschreitet den Weg zur Versöhnung, die Täter und Opfer befreit und die Wunden heilt, hieß es. Der Ruf kam vor allem von jenen, die die Stasi-Akten verschlossen halten wollten und eine generelle Amnestie forderten. Aber so einfach war das in Deutschland nicht und ist es auch nicht in Südafrika. Ohne Frage verdient die Arbeit der Südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission große Hochachtung. Schien damit doch ein Weg beschritten zu werden, auf dem die tiefe Spaltung der Gesellschaft überwunden werden kann. Tatsächlich war sie angetreten, um, wie es hieß, die Spaltungen und Kämpfe der Vergangenheit zu überwinden, die zu schweren Menschenrechtsverletzungen geführt und ein Erbe des Hasses, der Angst, der Schuld und Rachegefühle hinterlassen haben, so die Begründung der Kommission. Ein Blick in das heutige Südafrika allerdings weckt Zweifel am Volk dieser zweieinhalbjährigen Kommissionsarbeit. Es hat sich gezeigt, dass die Aufarbeitung ein langer, komplizierter Prozess ist, der nicht innerhalb von 30 Monaten abgehakt werden kann. Zwar lassen sich die Verbrechen aus der Apartheid nicht mehr leugnen, nachdem die Opfer bzw. die Überlebenden von ihren Leiterfahrungen berichtet und die Täter ihre Verbrechen bekannt haben. Doch sind letztlich die ehemaligen Machthaber und ihre Schergen weitgehend ungeschoren davongekommen. Die weißen Profiteure der Apartheid konnten ohne Rolle an ihre Schaltstellen der Macht zurückkehren. Und das hat Bitterkeit hinterlassen bei denen, die so sehr auf einen gerechten Ausgleich gehofft hatten. Um der Wahrheit willen habe man die Gerechtigkeit geopfert, meinten die Enttäuschten. Mit dem Ende der Kommission konnte die Tür zur Vergangenheit aber längst nicht geschlossen werden. Vergessen lässt sich nicht verordnen. Die Apartheid-Opfer organisierten sich in Kulumani und hielten an ihren Forderungen fest. Die juristische, die gesellschaftliche Aufarbeitung muss weitergehen. Die Kulumani Support Group gründete sich bereits 1995.
Zunächst als Frauen-Selbsthilfegruppe setzte sie sich für die Wahrheitsfindung und für Entschädigung ein. Inzwischen ist daraus mit 104.000 Mitgliedern die größte Basisbewegung Südafrikas geworden. Kulumani verleiht all jenen eine Stimme, die unter der Erblast der Apartheidzeiten bis heute leiden, und fordert für sie staatliche Wiedergutmachungsleistungen. Von ehemaligen Unterstützern der Apartheid, zahlreichen Firmen und Banken, klagte sie Reparationen ein. Mich verbindet einiges mit Numa Rusha. Wir beide befassen uns mit den Erblasten des jeweils vorherigen Regimes. Wir tragen dazu bei, dass das Unrecht der Vergangenheit benannt und das Leid derer gewürdigt wird, die davon betroffen waren. Und wir setzen uns dafür ein, dass durch Entschädigung und Hilfen die Folgen der Repressionen gemildert werden. Aber es gibt auch ganz bedeutende Unterschiede, ganz entscheidende Unterschiede. Die Rehabilitierungsgesetze in Deutschland garantieren einen gesetzlichen Anspruch, auch wenn der nicht für alle Opfergruppen zufriedenstellend ist. Meine Mitarbeiterinnen und ich werden vom Land bezahlt und wir haben ein Budget zur Verfügung, mit dem wir auch andere Aufarbeitungsinitiativen fördern können. Numa Rusha mit Kulumani ist auf sich selbst angewiesen. Sie müssen kämpfen, um sich Gehör zu verschaffen. Sie klagen ein, dass die einstmals von den Regierenden in Aussicht gestellten Reparationen noch immer nicht angekommen sind. Numa Rusha ist National Coordinator, das wurde schon gesagt, bei Kulumani. Und Kulumani heißt laut sprechen, aussprechen, das Wort ergreifen. Die TRC hatte damit begonnen, das Schweigen zu brechen. Aber dieser Prozess wird so lange noch nicht abgeschlossen sein, wie für die Apartheid-Opfer die Benachteiligungen fortwirken, wie nicht alle Verbrechen benannt sind, wie so viele weiterhin in sozialer Not leben müssen. Die fortbestehende und sich offenbar noch weiter verschärfende Polarisierung der südafrikanischen Gesellschaft hat den ersehnten Heilungsprozess ins Stocken gebracht. Numa Rusha setzt sich mit Kulumani für die politische Anerkennung des besonders an Frauen verübten Unrechts ein. Sie hat in ihrem eigenen Leben erfahren, was Not und Unterdrückung bedeutet. Als ihre Mutter mit ihr hochschwanger war, wurde sie von den Apartheid-Schergen vergewaltigt. Ihr Vater, ein Bergarbeiter, fand sie im Blute liegend und konnte in letzter Minute das Leben von Mutter und Kind retten. Das war 1966. In der Folge kam Numa Rusha als Frühgeburt zur Welt. Schon als Kind begriff sie, dass ihr Leben beständigen Kampf bedeutet. Ihr Kampf begann damit, dass sie sich nicht mit dem minderwertigen Bantu-Bildungssystem für schwarze Afrikaner abfinden wollte. Sie erreichte, eher als andere schwarze Kinder in die Schule zu kommen, schaffte 2 Klassen pro Schuljahr. In der Highschool engagierte sie sich politisch, ermutigte ihre Mitschülerinnen zum Protest gegen das Unrecht. Wie gern hätte sie eine Universität besucht, aber eine solche Ausbildung konnten ihre Eltern nicht bezahlen. Sie fand eine Anstellung in einem Transportunternehmen, wo sie sich ihrer Überzeugung gemäß für die gewerkschaftliche Organisierung der Arbeiter einsetzte. In den gegen die Bergarbeiter Johannesburgs verübten Gewaltexzessen von 1993, also vor Beginn der Demokratisierung, wurde ihr Bruder getötet. Frauen war es nach afrikanischer Sitte nicht erlaubt, in den Leichenhallen nach Familienmitgliedern zu suchen. Numa Rusha nahm allen Mut zusammen und setzte sich durch zwischen all den Leichen, Männer, Frauen und Kinder, fand sie schließlich ihren Bruder. So konnte sie verhindern, dass er unidentifiziert im Massengrab verschwindet. Von der TRC war Numa Rusha nach anfänglicher Hoffnung enttäuscht. Sexuelle Gewalt
das hat Barbara schon erwähnt, war kein Thema. Über Vergewaltigungen wurde geschwiegen. Die Empfehlungen der TRC an die Regierung, besonders hinsichtlich der Entschädigungsleistungen, wurden kaum umgesetzt. Es bedarf offenbar massiven Drucks durch die Zivilgesellschaft, um die derzeitigen Machthabenden an ihre Versprechen und Verpflichtungen zu erinnern. Kulumani fordert eine angemessene Unterstützung für die betroffenen Gruppen. Sie setzt sich ein für die Würdigung des durch den Rassenwahn erzeugten Leids und für ein Gedenken an die Opfer. Hier in Europa mögen wir uns kaum vorstellen können, wie viel Mut, Kraft und Ausdauer es kostet, mit diesen Forderungen durchzudringen gegen all jene, die in den oberen Etagen der Gesellschaft sitzen und sich, wie der Township-Poet James Matthews sich ausdrückt, einen Dreck scheren um die armen, arbeitslosen und obdachlosen Massen. Aber Noma Ruscha ist eine Kämpferin. Sie war es ihr Leben lang. 4 Kinder hat sie großgezogen. Sie hat ihren Mann verloren. Sie hat nie aufgegeben. Die tiefere Ursache für das Massaker an den Streikenden der Marikana-Mine 2012 sieht sie in den fortbestehenden ungleichen Lebensverhältnissen. 34 Minenarbeiter wurden von der Polizei erschossen. Sie hinterlassen Familien in großer Not. Kulumani gibt ihnen Raum, ihren Schmerz, ihre Trauer, ihre Verzweiflung zu benennen. Sie ermöglicht ihnen, an der von der Regierung eingesetzten Untersuchungskommission teilzunehmen. Und sie bot ihnen Trauma-Healing-Workshops, in welchen sie ihre Leiterfahrungen in grafischer Form ausdrücken konnten. In den Interpretationen der Bilder beschrieben sie ihre Zukunftsängste und ihre Erwartungen an die Regierung. Der Schmerz sitzt tief und brennt und will einfach nicht vergehen, kann man in einer dieser Schilderungen lesen. All die Versprechen, die die Regierung und Lon Min den Familien der Männer gemacht haben, die beim Massaker starben, haben sie mir und gegenüber meinen Kindern nicht eingehalten. Trotzdem gebe ich nicht auf, heißt es weiter. Ich werde Kulumani und meine Anwälte bitten, meine Forderungen vorzubringen. Ich werde mir die Stiefel meines Mannes anziehen und für meine Menschenrechte kämpfen. Ich hasse die südafrikanische Polizei, schreibt eine andere Hinterbliebene. Nie werde ich Lon Min und der Bergbauindustrie verzeihen, dass sie uns arm gemacht und uns vorsätzlich unsere Liebsten genommen hat. Wir werden uns Gehör verschaffen. Das klingt unversöhnlich. Wer die Geschichten liest, kann gut verstehen, warum hier von Versöhnung keine Rede sein kann. Versöhnung setzt das Eingeständnis und die Aufarbeitung von Schuld voraus. Und Aufarbeitung heißt nicht nur herauszufinden, was war, sondern muss immer mit dem Ziel verbunden sein, die gemeinsame Zukunft von dieser Belastung zu befreien. Das Wort versöhnen hat seinen biblischen Ursprung in der Sühne. Versühnen bedeutet Schuld abtragen. Die Schuld kann am ehesten abgetragen werden, indem den geschädigten Familien geholfen wird, ihnen ermöglicht wird, trotz des schmerzlichen Verlustes ein menschenwürdiges und gesellschaftlich integriertes Leben fortzuführen. Die Mehrheit der Südafrikaner wartet allerdings immer noch auf ein besseres Leben. Mit dem gesellschaftlichen Umbruch 1994, dem Beginn demokratischer Reformen, sind eben nicht auf einen Schlag die rassistischen Denkweisen und die menschenverachtenden Verhaltensweisen verschwunden. Wir kennen das in Deutschland nach dem Ende der Nazizeit und nach der Herbstrevolution in der DDR. Prägungen aus autoritären Regimen wirken lange fort. Übrigens nicht nur bei den Profiteuren des vergangenen Regimes.
Umso mehr bedarf es geduldiger Anstrengungen und vielfältiger kleiner Schritte, auf fortwirkendes Unrecht hinzuweisen und menschenrechtliche Maßstäbe zur Geltung zu bringen. Solange Diskriminierung und Perspektivlosigkeit fortdauern, bleibt die Idee von Versöhnung weitgehend abstrakt. Numerusha ermutigt besonders die Frauen, ihre Lage nicht einfach hinzunehmen, ihre Stimme gegen die Entrechtung zu erheben, das Schweigen zu brechen. In der Gesellschaft schwindet das Interesse an der Apartheid-Vergangenheit. Numerusha wirkt mit Kolomani gegen das Vergessen und fordert die Regierung und die Öffentlichkeit auf, sich dem Erbe der Vergangenheit zu stellen. Ihre Kollegin bei Kolomani, Marjori Jobson, beschreibt sie so: Numerusha ist ein Mensch mit tiefem Sinn für Gerechtigkeit und der Überzeugung, dass der Kampf um Gerechtigkeit schließlich Früchte tragen wird. Eine Frau, die Möglichkeiten für eine gleichberechtigte Zukunft aufzeigt, die mit einer solchen Intensität zuhört, dass sie die Fähigkeit der Menschen, ihre Stimme zu finden, mobilisiert. Numerusha hilft anderen Frauen, aus der Opferrolle herauszufinden, selbst aktiv zu werden und das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Sie leitet eine Organisation, welche dazu beiträgt, die durch das Apartheid-Regime gerissenen Wunden zu heilen. Südafrika unter der Apartheid hatte Unterstützer in großen Teilen der westlichen Welt. Das sollte uns dazu verpflichten, uns auch an der Linderung der Folgeschäden zu beteiligen. Auch der Westen hat hier eine Sühneleistung zu erbringen. Ich hoffe, dass mit dieser Preisverleihung die großartige Leistung von Numerusha und Kolomani eine größere, noch größere öffentliche Aufmerksamkeit erfährt und damit Sympathie und Unterstützung gewonnen werden. Ich freue mich, liebe Numerusha, und ich danke Ihnen, dass Sie hier sind und uns allen mit Ihrem Leben und Ihrem Wirken Mut und Zuversicht geben für eine Veränderung der Welt zum Guten. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Gesundheit, taffe Mitstreiterinnen und Mitstreiter und ein gelingendes Leben auf allen Ebenen. Und ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zu diesem Anne Klein Frauenpreis. Danke. Voriges Jahr wurde gefragt, Musik zu schreiben für ein Buch. Es ist ein Buch, wo nur Interviews sind an Überlebende von einer Katastrophe. In Massinelle am 8. August 1956 starben 262 Bergarbeiter, davon 136 Italiener. Aber die große Katastrophe ist auch, dass viele Frauen sind Witwe geblieben, viele Kinder waren Waisenkinder. Und diese Kinder, die haben nicht nur nichts bekommen, sondern die müssten die Kosten des Prozesses bezahlen. Es gab keine Schulden laut dieser Katastrophen. Was mich sehr, sehr tief beeindruckt hatte, war eben die Geschichte der Frauen. Und dieses Lied jetzt, dieses leises Lied, ist die Geschichte von drei Frauen. Die Interview von einer jungen Frau, die erzählte unter anderem, dass das Geld, was ich von Regierung bekam,
als Säugling, wurde aufgelegt auf der Bank. Die Zinsen gingen an die Regierung natürlich. Und als sie dann volljährig das Geld bekommen hat, endlich, statt ein Haus zu kaufen, konnte sie nur das Kleid für die Hochzeit kaufen. Nur ein kleines Detail. Aber diese Geschichte von dieser Frau hat mich insofern beeindruckt, weil sie erzählt von ihrer Geburt. Sie ist geboren an den Tag der Beerdigung ihres Vaters. Die Oma hatte nicht nur diesen Sohn verloren, sondern auch der Bruder in die Mine. Sie war bei der Beerdigung, aber dann hat sie sich entschieden, doch zu der Frau zu gehen, der Frau ihres Sohnes, um sie zu helfen, das Kind auf die Welt zu bringen. Die Oma hat sich also entschieden, zwischen Leben und Tod hat sie sich in diesem tragischen Moment für das Leben entschieden. Ich muss noch, Entschuldigung für dich. Hier, wenn die Sette noch
jetzt ein Lied gewidmet an die Heilige von Palermo, Rosalia. Alle sagen, sie hatte die Stadt gerettet von der Pest. Und sie ist wirklich sehr, sehr beliebt von allem. Es gab sogar wirklich Revolutionen, weil die Kirche und der Stadt wollten diese Feste auf 3 Tage beschränken. Und es gab einen Krieg in der Stadt, weil nein, es muss mindestens 1 Woche dauern. Und diese heilige Rosalia, ich denke, eigentlich, sie war nicht so, also sie war eine unabhängige Frau. Sie war die Tochter eines normannischen Prinz, bildhübsch, blond, und hat sich entschieden, allein zu leben in einer Grotte in der Gebirge Palermo. Und ja, vielleicht war sie eine Feministin, wer weiß. Auf jeden Fall, wir singen jetzt dieses Festlied. Rosa, 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 Rosalia, wer weit molto va per sacra. Rosa, 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 Rosalia, buccinetta borda, aura e nappa. Rosa, 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 Rosalia, pappa e foto, rosa e barco. Rosa, 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 Rosalia, pompa e luminaria. Rosa, Rosalia, wir sagen jetzt Numerusha, Numerusha. Bitte auf die Bühne. Es beginnt die Preisverleihung. Lass das stehen. Numerusha.
Ihr könnt ruhig stehen bleiben. You know, this is all. Liebe Noma Rushall, das ist Ihr Applaus, bevor Sie überhaupt den Preis überreicht bekommen haben. Können Sie sich vorstellen, was jetzt gleich passiert in ein paar Sekunden? Nun, erst einmal herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Herzlichen Dank auch an Ihre Mitstreiterinnen, die mit Ihnen zusammenarbeiten in Südafrika. Wir sind alle sehr beeindruckt und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Abend mit Ihnen verbringen können und später vielleicht auch mehr über Ihre Arbeit noch erfahren können. Wir sind sehr stolz, dass Sie heute bei uns sind. Und ich bin sicher, Anne Klein wäre auch sehr glücklich, wenn sie wüsste, dass Sie heute diesen Preis bekommen. Sanbonani, Molweni. I would like to greet. Ich möchte Sie gerne auf Südafrikanisch begrüßen. Wenn ich Sanbonani sage, müssen Sie Yebo sagen. Sanbonani. Thank you. Vielen Dank. Wenn ich Amansa sage, müssen Sie Away to sagen. Amansa! Long live the spirit of Anne Klein. Lang lebe der Geist Anne Kleins. Lang lebe der Geist Anne Kleins. Ich freue mich sehr, dass ich heute geehrt werde und dass ich heute hier bin. Und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, aus diesen unterschiedlichsten Bereichen. Und Sie stellen immer wieder sicher, dass Sie Ihre Aufgaben erfüllen, dass Sie Ihre Arbeit erledigen. Und Sie sagen, jetzt werde ich aber heute Abend hier auf der Preisverleihung sein. Und das ist ein Preis, der verliehen wird an jemanden, den Sie nicht einmal kennen. Das zeigt mir ganz genau, dass es Frauen gibt, dass es eine Menschlichkeit gibt in Deutschland. Denn wenn es so nicht wäre, dann wären Sie heute Abend ja auch nicht hier.
Das ist also das Erste, was ich gerne sagen möchte. Vielen Dank, dass Sie mich heute ehren. Vielen Dank, dass Sie diesen Abend zu einem erfolgreichen Abend machen. Und ich möchte auch dieser Stiftung hier danken. Der Heinrich-Böll-Stiftung. Und natürlich möchte ich auch der gesamten Jury danken, die sich zusammengesetzt hat und schwierige Aufgaben gelöst hat, indem sie nämlich versucht hat, den Kandidaten, die Kandidatin zu finden, die diesen Preis gewinnen kann. Ich glaube, das war eine schwierige Aufgabe und das war sehr viel Arbeit, denn es gibt so viele Frauen da draußen, die hart arbeiten, die wirklich alles geben, um für die Frauenrechte zu kämpfen, die sich für die Gerechtigkeit einsetzen, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, für die Gerechtigkeit weltweit. Das heißt, sie mussten sich wirklich als Jury die Köpfe zerbrechen und sich gegenseitig davon überzeugen, dass in diesem Fall ich die Kandidatin bin. Und das war bestimmt nicht einfach. Und ich glaube, das Schwierigste dabei war, dass die Jury mich überhaupt nicht kannte. Und jetzt können Sie sehen, Nomar Rasha ist überhaupt keine hübsche Frau, überhaupt keine schöne Frau. Aber Sie haben sich ja auch nicht mein Bild angeschaut bei ihrer Entscheidung, sondern sie haben einen Blick auf meine Arbeit geworfen und das im Detail. Wenn sie nach Diamanten schürfen, dann müssen sie schwere Arbeit leisten, denn die Diamanten liegen ja nicht auf der Erdoberfläche. Sie müssen graben, sie müssen den ganzen Boden ausheben, sie müssen tief graben. Und dann finden sie den Diamanten. Sie finden einen glitzernden Stein. Sie finden das, was sie gesucht haben. Und ich glaube, das hat die Jury hier auch versucht. Sie hat tief gegraben, sie hat geschürft, um genau den Diamanten zu finden, den sie gesucht haben. Und ich komme ja nun von der Basis und ich bin eine ganz gewöhnliche Frau. Ich mache das nicht professionell, was ich tue. Aber dieser Preis heute Abend macht mich zur Besten der Besten. Denn die Jury hat festgestellt, dass selbst an der Basis Frauen aktiv sind, die eine Veränderung bewirken können. Und das ist für mich natürlich eine große Ehre. Und es ist eine Ehre für die Jury und für die Heinrich-Böll-Stiftung, dass sie den Preisträger, die Preisträgerin nicht aufgrund oberflächlicher Informationen ausgewählt haben, sondern dass sie wirklich jetzt ganz genau auf die Basis geschaut haben. Und unsere Organisation schafft es jetzt auch, die Lücke zwischen Professionellen und der Basis zu schließen. Und wir schaffen es auch, der Welt zu sagen, dass man nicht denken sollte, dass gewöhnliche Menschen nicht auch kreative
Ideen haben können, dass diese nicht auch Lösungen finden können, einen Wandel zu bewirken, dass wir von ihnen nicht auch lernen könnten. Wir als Kulumani Support Group, wir sagen das, wir sind diejenigen, die die Sache in der Hand halten, die Entscheidungen treffen. Wir sind diejenigen, die einen Wandel bewirken können und wir können die Führer dazu bringen, sich dem Thema der Ungerechtigkeit zuzuwenden und auch zu erkennen, dass es an der Basis immer noch unerledigte Dinge gibt, dass da immer noch Aufgaben warten. Und natürlich kann man das nicht für die Menschen tun, ohne die Menschen, sondern das geht nur in der Zusammenarbeit. Ich möchte jetzt keine lange Rede halten. Wir haben ja schon viel gehört über die Arbeit, die wir machen und auch über die Arbeit, die ich als Noma Rasha mache für soziale Gerechtigkeit, für wirtschaftliche, politische und kulturelle Gerechtigkeit. Bei allem, was wir tun, sagen wir, wir sind die Basis. Aber wir wissen natürlich auch, dass der Geist der Professionellen uns auch inspirieren kann. Und wir nennen uns die Universität der Basis. In dieser Universität der Basis schaffen wir eine Plattform für eine Diskussion, für die Übergangsgerechtigkeit. Wir als Überlebende, wir als unterstützende Gruppe, als Support Group, sagen nicht nur, dass wir Rache und Strafe fordern. Nein, wir möchten, dass alle Bürger weltweit die Möglichkeit an die Hand bekommen, die Führer zu führen, Gerechtigkeit für die Menschlichkeit zu schaffen. Wir möchten die Vergangenheit anschauen, die Gegenwart und für die Zukunft kämpfen. Viel mehr als das möchte ich auch nicht sagen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Thank you. Liebe Noma Rasha, dieses uraltes Lied ist für dich. Es ist ein Märchen, ein sizilianisches Märchen, der ganz anders ist als die allen anderen Märchen. Weil
Die früher in Sizilien, Frauen wurden schnell geheiratet, mit 14, 15 Jahre alt. Und es war vorbei. In diesem Märchen aus dem 17. Jahrhundert, ein Mädchen sagte: Ich will diesen Prinz nicht heiraten, ich will diese Krone nicht tragen, ich bin zu klein, ich lehne das ab. Sie geht am Platz des Dorfes und sie schreit ganz laut, dass sie verzichtet, Prinzessin, unter Führungszeichen, zu werden. Sorry. Chi kann da thank you.
Loretta Scollo und Susanne Paul, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren musikalischen Rahmen. Ich kann gar nicht genug kriegen. Danke, danke. Und erlauben Sie mir jetzt an dieser Stelle auch noch ein paar weitere Dankesworte. Ich möchte Ulrike Poppe für die wunderbare Laudatio ganz herzlich Danke sagen. Danke dir. Ich denke, du hast eine sehr schöne Brücke zu deiner Arbeit und zu Numaruschas gebaut. Und ich hoffe, ihr werdet sowas wie Freundinnen. Nicht nur im Geiste. Wäre schön. Liebe Numarusha, vielen Dank für deine Worte des Dankes. Ich habe gesagt, wir werden weiter und noch viel intensiver als in der Vergangenheit kooperieren. Dann gibt es viele, 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 viele Menschen, Frauen, die hinter der Organisation eines solchen Abends stehen. Und da möchte ich wie immer und jedes Jahr ganz herzlich Ulrike Zichon Danke sagen. Sie hält den Preis zusammen, sie schafft auch die Brücken zu unseren Preisträgerinnen, die wir hatten so far. Danke. Dies Jahr steht natürlich ganz besonders in meinem Dankeswort das Afrika-Referat der Heinrich-Böll-Stiftung. Liebe Kirsten Maas-Albert, liebe Maria Kind, wenn sie hier im Raum ist, danke für eure wunderbare Unterstützung. Eine solche Preisträgerin war nicht in eurem Jahresplan. Sie kommt zu sagen über euch, weil die Jury entschieden hat. Und umso toller ist es, dass ihr dann anpackt, zugreift und alles tut, dass so etwas wie heute Abend gelingt. Und es ist Ihnen ja nicht verborgen geblieben, dass wir ein Büro in Kapstadt haben, die Heinrich-Böll-Stiftung. Und da möchte ich ganz besonders Paula Asubuji Danke sagen. Steh mal auf. Sie war jederzeit Ansprechpartnerin und begleitet Numarusha die ganze Zeit. Es gab einige richtige Schwierigkeiten mit dem Einreisen, unglaublich viel Zeug, was da zu machen war. Danke, Paula. Es ist klasse, dass du so mitgemacht hast. So. Ein Fest geht nicht ohne Essen und Trinken und danach auch weiter mit Musik. Ich möchte Sie jetzt ganz herzlich einladen zum Flying Buffet zu essen, trinken. Danach wird die DJ Andrea auflegen für uns. Wir tanzen immer bei diesem Fest. Ich freue mich schon, mit Numarusha das Tanzbein zu schwingen später. Aber davor nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Wunderbar. Es ist Ihre Unterstützung, die uns auch hier hilft und trägt, die Numarusha trägt, die unsere Arbeit trägt. Genießen Sie den Abend, feiern Sie und bleiben Sie noch möglichst lange bei uns heute. Dankeschön. Applaus